Es ist einfach eine sehr lustige Klingel, muss ich sagen. So, in diesem Sinne, herzlich willkommen zum letzten Video des 1000 Euro Hardtail-Projekts. Einmal mitkommen. 1000 Euro Hardtail-Projekt ist so gut wie fertig. Ich habe mittlerweile auch schon ein paar Laps damit gedreht. Tatsächlich ein sehr geiles Bike, um damit einfach zur Arbeit zu fahren und zurück. Weil ich meine, es ist jetzt trotzdem vom Wert her nicht so krass, dass man sagt, man muss direkt Angst haben, dass einer mit einem Bolzenschneider kommt und das Ding klaut. Und es macht einfach riesig Spaß, weil man tritt halt rein und fast die ganze Energie geht auch wirklich nicht ins Fahrwerk, sondern auf die Straße. Das machen wir heute noch. Eigentlich ist das Bike schon so gut wie fertig, aber ein paar kleine Bugs sind mir noch aufgefallen. Wir hatten ja von mir meine ehemalige Shimano XTR-Bremse verbaut. Und da sind die Bremsbeläge leider so verglast, keine Chance, also die quietschen einfach nur, ich habe die abgeschliffen, versucht wieder einzubremsen, keine Chance, hat einfach nicht funktioniert. Da machen wir heute noch vorne und hinten Galfa Pro-Beläge rein, dass das Ding wirklich passt und fetzt. Und ansonsten ist die Bude eigentlich fertig und das heißt, wir schauen uns jetzt einfach nochmal an, sind es wirklich 1000 Euro geworden oder hat der Lodder, der Schlingel, mehr Geld ausgegeben? Und wie machen wir es von der Reihenfolge? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal schnell die Bremsen und wenn die Bremsen fertig sind, dann ist das Bike ja komplett fertig und dann gehen wir mal die Komponenten durch und dann müssen wir einen Taschenrechner zünden und schauen, ob es hinkauen hat. Ne? Was ist wichtig, wenn wir die Bremsbeläge wechseln? Wer weiß es, wer hat aufgepasst? Ganz oft schon gesagt, wenn man die Bremsbeläge wechselt, ganz wichtig, dass man die Bremskolben zurückdrückt. Ich mache das immer noch, bevor ich die neuen Bremsbeläge reinmache. Oh, die müssen wir noch ein wenig festmachen. Weil die alten Bremsbeläge kommen ja eh weg. Das heißt, da ist es nicht so schlimm, wenn wir die zerstören. Wir gehen jetzt hier mal mit unserem Werkzeug rein und dann drücken wir die Beläge mal komplett zurück. Beziehungsweise die Kolben. Das ist natürlich jetzt schon ein edles Modell mit Keramikkolben. Da muss man generell ein wenig aufpassen. Ja, und jetzt sieht man dann schon, wenn die hier ganz zurückgedrückt sind, dann haben wir eigentlich einen guten Job gemacht. Ist echt schade, weil es ist eigentlich noch viel auf den Belägen drauf, aber es macht so einfach keinen Sinn. Es ist Quatsch. So, jetzt gibt es hier so einen kleinen Sicherungsstift, den ziehen wir raus. Dann braucht man 2,5er Imbus. 3er, ich bin mir nicht mehr sicher. Wir schauen mal. Ah, wir brauchen Kreuzschlitz. Kreuzschlitz! Patrick, wo ist der Kreuzschlitz? Zack. Wir könnten jetzt natürlich wieder irgendwelche originalen Shimano-Bremsbeläge reinbauen mit Kühlrippen, machen wir aber nicht. Wir bauen wirklich Galfa Pro-Beläge ein, weil die einfach übel Biss haben, einfach geil sind und ja, einfach maximale Bremspower, maximale Qualität, also wirklich Galfa Bremsbeläge beste. Das Problem ist, Shimano-Bremsbeläge verglasen gern, bei Trickstar-Bremsbelägen löst sich gern mal der Belag von der Halteplatte. Und Galfa funktioniert einfach. Und bei Magura rubbelt es gern mal. Muss man auch dazu sagen. Ne? Machen wir den neuen Bremsbelag hier rein. So, machen wir unseren Stift da wieder rein. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Schlitzschrauben eigentlich übel blöd finde? Halt, wenn die Kamera so filmt und man auf der falschen Seite steht, gar nicht so einfach, den zu drehen. Ne? Unseren Sicherungsring bitte nicht vergessen. Jetzt gucken wir mal, wenn wir Glück haben, müssen wir die Bremse gar nicht neu einstellen. So, jetzt schaue ich übrigens auch nochmal, ob rechts und links ungefähr der Spalt gleich groß ist. Das schaut gut aus. Beide Bremskolben bewegen sich. Ha! Müssen wir gar nichts einstellen. Druckpunkt ist auch da. Jetzt müssen wir sie halt noch einbremsen. Aber das machen wir heute nicht, weil das Wetter ist. Ah, das Wetter, Leute. Was soll das? Nur am Regnen. Heute früh hat es sogar geschneit. So, das gleiche jetzt noch am Hinterrad. Das zeigen wir euch jetzt nicht nochmal. Das mache ich jetzt einfach schnell und dann schauen wir mal, was das Ding wirklich gekostet hat. Bremsbelag hinten ist drin. Ich finde den Freilauf. Nicht schlecht. So, jetzt wird's spannend. Schätzungen dürfen abgegeben werden. Was hat das Bike jetzt gekostet? Also, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Wir haben ein NS Bikes Hardtail Rahmen in der Größe L, oder? Hatte ich L gekauft? Ja, war schon L. Müsste schon L gewesen sein. Und zwar den Eccentric 29 Zoll Evo. Und den hatte ich damals bei eBay gekauft. War nagelneu. Hat halt einer aufbauen wollen und dann irgendwie doch nicht geschafft. Und ich habe gezahlt.
habe jetzt nicht ganz auf jeden Euro geschaut. Also ich habe halt grob nachgeschaut, was es kostet. Aber ich, beim Rahmen war ich mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube aber, es waren 200 Euro. Es waren 200 Euro für den Rahmen, weil das war übel der Schnapper. Und dann dachte ich mir, oh, neuer harter Rahmen für das Geld, den muss ich mir einfach kaufen. Ja, und siehe da, da ist er. Genau, also 200 Euro für den Rahmen. Dann ist es so, Federgabel haben wir die Fox 36 Performance Elite und wir haben die E-Bike optimierte Gabel. Das bedeutet, die Standrohre sind verstärkt und ich finde es halt am Hardtail schon sinnvoll, weil wenn du halt hier mal einen Nosedive machst und übel bescheiden aufkommst, hält halt die E-Bike optimierte Gabel einfach mehr aus als, sag ich mal, die normale Fox 36. Ansonsten haben wir die Fit 4 Kartusche. Die lässt sich auch wirklich schön sperren, da ist die Gabel wirklich schön hart. Und wir haben aber trotzdem die Möglichkeit, die Low Speed Compression einzustellen. Und damit ist eigentlich die Gabel wirklich perfekt geeignet für dieses Fahrrad. Weil was macht man mit dem Rad? Klar, man will auch mal richtig Kilometer machen. Das heißt, da braucht man die Gabel nicht, stellt man sie fest. Und wenn man am Trail ist, kann man sie sich trotzdem schön feinfühlig gut einstellen über die Low Speed Compression. Also das ist meiner Meinung nach wirklich eine sehr sinnvolle Wahl gewesen. Genau, dann haben wir Steuersatz. Haben wir alles neu gemacht, unten die Schale und oben haben wir von Prone den Steuersatz drin. Da haben wir gezahlt, Steuersatz insgesamt waren um die 30 Euro und die Fox 36 mit der Fit 4 Kartusche habe ich gebraucht gekauft für 250 Euro. Ist auch wirklich im sehr guten Zustand, hat so gut wie kaum Macken. Die Standrohre sind kratzfrei, das ist auf jeden Fall eher mal das Wichtige. Boah, also da habe ich auf jeden Fall auch einen guten Schnapper gemacht. Ansonsten Lenkervorbau. Hatte ich halt noch von Easton rumliegen, das ist der Havoc-Lenker und der Discant-Vorbau. Der Vorbau ist 45 mm mit einer 35 mm Klemmung, also wirklich schon ein sehr dicker Lenker, sage ich einmal. Und da habe ich mal nachgeguckt, weil den hatte ich noch rumliegen, aber Pi mal Daumen, die Lenker-Vorbau-Kombi, so wie sie hier ist, musste gebraucht schon so mit einem Fuffi einrechnen. Wenn du Glück hast, kriegst du auch mal für 30 Euro, aber ich habe jetzt sicherheitshalber mal mit einem 50er gerechnet. Weil muss man ja mit reinrechnen, nur weil ich es rumliegen hatte, heißt es ja nicht, dass es kein Geld gekostet hat. Mal, ne? Genau, gut, die Klinge, sponsored by Patrick. die nehmen wir jetzt nicht ins Gewicht. Machen wir mal weiter mit den Laufrädern. Auch gebraucht, geschossen, also hatte ich auch noch im Laden rumfliegen, aber halt auch mal gebraucht, geschossen, war quasi komplett fertiger Laufradsatz, das heißt Mantel, Laufräder, Kassette und Bremsscheiben, war alles schon drauf, waren um die 200 Tacken und das ist wirklich nicht normal. Für einen 1900er Laufradsatz, also da zahlst du normalerweise schon eher so 300 Euro. Aber da muss man auch sagen, könnte man auch noch einiges an Geld sparen, man könnte einerseits eine günstigere Kassette auch nehmen. Hier ist jetzt schon die SLX drauf, man könnte auch die Theore fahren, reicht auch aus. Man könnte die Bremsscheiben, können wir auch noch günstigere fahren, also man könnte ja auch noch gutes Geld sparen. Auch die Reifen, gut, die sind jetzt halt auch schon drauf gewesen, der hintere ist jetzt auch nicht mehr ganz so dolle, also den sollte man schon demnächst mal wechseln, jetzt ein bisschen zum Hardtail fahren langt. Aber auch so, ich meine Minion DHR in der Maxterra 3C Gummimischung und vorne den Assegai auch mit 3C Maxterra Gummimischung, der kostet halt auch, also da bist du ganz schnell 80 Euro los, wenn du die bestellst. Ne? Also deshalb, das war halt wirklich Schnapper des Schnappers, sag ich mal. Ne? So, weiter geht's. Gut, Pedalen. Ja, da hatte ich auch noch irgendwas rumgeflogen von OneUp. Habe ich jetzt mal 15 Euro reingeschrieben gebraucht. Die kriegst du ja wie Sand am Meer gebraucht. So, spannend wird es jetzt noch Antrieb. Antrieb, meine Freunde. Was haben wir für einen Antrieb verbaut? Kurbel und Schaltwerk haben wir neu gekauft. Deore Schaltwerk mit Deore Kurbel. Da hatten wir ja noch so ein bisschen das Problem, dass ich ein falsches Kettenblatt bestellt hatte. Da musste ich ja dann das Kettenblatt noch nachbestellen. Ich sag mal, den Fehler habe ich jetzt nicht mit eingerechnet, weil ich hätte ja auch das Kettenblatt wieder zurückschicken können. Von daher, ich meine, ich habe es natürlich aufgehoben, weil irgendwann habe ich irgendwann mal einen Kunden, der es braucht. Aber grundsätzlich habe ich das Kettenblatt ja dann noch ausgetauscht. Und das Innenlager habe ich ja auch von Saint, das etwas teurere, gekauft, in diesem goldenen Look. Da hätte man auch noch Geld sparen können, wenn man es gewollt hätte. Und da hatten wir jetzt letztlich Kurbeln, Fuffi, Innenlager 20, Schalthebel 25, Schaltwerk 35, Kette nochmal mit 22 Euro. Ja, also relativ viele so Kleinigkeiten. Die Sattelklemme hier habe ich auch nochmal einen 10er eingerechnet. Dann, was haben wir noch? Genau, die Stütze, die Sattelstütze. Da habe ich ja eine gekauft, die hier so einen Hebel hat und über den Hebel geht das jetzt so. Kann man die Stütze ja ein- und ausfahren.
Ist eine relativ günstige Variante. Hier jetzt von KS. Kriegst du gebraucht für um die 70 Euro. Hatte ich damals mal gebraucht gekauft für meinen Rose Beefcake Rahmen. Ja, und jetzt habe ich es halt hier ins Harte rein. Aber Pi mal Daumen, 70 Euro muss man da ungefähr einplanen. Ja, Sattel habe ich jetzt von SDG einen drauf. Den hatte ich halt auch noch rumfliegen. Gebrauchter Sattel, 10 bis 15 Euro. Wenn ihr einen Schein wollt, klar, kann man auch schnell mal 60, 70, 80, 90, 100 Euro ausgeben. Aber haben wir natürlich nicht gemacht, weil wir wollten ja 1000 Euro nicht überschreiten. So, was haben wir noch? Das haben wir alles. Das haben wir. Ach, die Bremse fehlt noch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bremse, oder? Ja. Also Bremse haben wir noch. Ja gut, Bremse habe ich mir jetzt natürlich schon hart gegönnt. Shimano XTR. 2 Kolben jeweils. Und die hatte ich halt auch noch rumliegen. Die bin ich ja lange auf meinem Rad und Swoop gefahren. Eine super geile Bremse. Sieht super geil aus. Ich habe mal nachgeschaut. Also 150 Euro musste schon hinblättern für eine gebrauchte. Billiger kriegst du nicht. Und das hat natürlich dann auch so ein bisschen, habe ich mir im Vorhinein schon gedacht, den 1000 Euro Rahmen gesprengt. Weil wir sind jetzt, sage und schreibe, insgesamt bei 1147 Euro. Also wir haben 147 Euro quasi zu viel ausgegeben. Und man muss auch sagen, es haben ja noch ein paar Kleinteile gefehlt. Wir müssten jetzt auch noch einrechnen, wir haben hier die Schaltzugaußenhüllen, die Endkappen. Auch zum Bremseentlüften brauchten wir neue Olive und Pin. Also es sind ja trotzdem hier und da auch ein paar Kleinteile, die man eigentlich nicht vergessen darf. Also sagen wir mal 1160 Euro ungefähr, so wie es jetzt hier dasteht. Ohne natürlich die Arbeitszeit. Ne? Arbeitszeit ist natürlich alles jetzt überhaupt nicht reingegangen. Das ist wirklich jetzt einfach nur das, was uns das Bike gekostet hat. Ich würde sagen, es hat so Pi mal Daumen, wenn ich es jetzt so zum normalen Preis verkaufen würde, könnte man es wahrscheinlich schon so für 1,4 oder so einstellen. Bei eBay ist natürlich aktuell eine schwierige Phase, so ein Bike zu verkaufen. Aber tendenziell würde ich sagen 1,4 auf jeden Fall. Genau. Ja. Man hätte aber, wie gesagt, man hätte auch noch Geld sparen können. Wie gesagt, Innenlager, auch Kurbelschaltung haben wir alles neu gekauft. Da hätte man sicher bei eBay auch irgendwas Gebrauchtes kaufen können, wo halt nicht mehr ganz so super läuft, dann aber auch funktioniert. Bremse. Federgabel hätte man auf jeden Fall auch noch Geld sparen können. Also eine Fox 36 Performance mit Fit 4 als E-Bike-Variante für 250 Euro ist natürlich jetzt im Verhältnis schon teuer. Da hätte man auch was Günstigeres für unter 200 Euro locker easy bekommen, was reinpasst. Aber wir wollen ja trotzdem auch das Maximum rausholen. Ne? Aber für meinen Teil bin ich eigentlich sehr zufrieden. Das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert. Es ist wirklich ein schönes Bike geworden. Und ja, ich bin gespannt, wer dieses Bike dann in Zukunft fahren wird. Wie gesagt, ihr habt da den Vorrang, schreibt mir einfach per Mail. Über den Preis brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten. Ich glaube, das ist eindeutig. Steht ja quasi überall im Titel. Und damit werde ich mich dann von diesem Bike verabschieden, einfach aus dem Grund, weil ich nicht die Zeit haben werde, das Ding groß zu fahren. Und ihr müsst es auch so sehen, der Lotte hat natürlich auch wieder Bock auf andere neue Projekte und irgendwann ist halt auch mal gut. Und das hat jetzt trotzdem keinen, sage ich mal, so krassen persönlichen Wert oder so, dass ich da dran hänge. Und ich denke, da kann jemand anders viel mehr Spaß mit haben, als wenn das bei mir rumsteht und hier und da mal benutzt wird. Weil das Ding will natürlich eigentlich auch mal am Trail gefahren werden. Ist ja trotzdem echt ein schönes Teil geworden. Okay, so viel zum 1000 Euro Hardtail-Projekt. Das war's. Ich verabschiede mich von dem Bike. Macht's es gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.